Das westliche Ringgebiet ist historisch als gemischtes Wohn- und Arbeiterquartier entstanden. Die räumliche Enge trägt wesentlich zum heutigen Charakter des Stadtteils bei. Bereits seit 2001 ist es Teil des bundesweiten Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt bzw. jetzt Sozialer Zusammenhalt. Ja, wir haben mehr als 100 investive Projekte dort vorgenommen. Wir haben den öffentlichen Raum deutlich verbessert. Wir haben uns sehr konzentriert auf die Grünbereiche, die Spielplätze. Wir haben im Kulturprogramm einiges tun können. Heute, 20 Jahre nach Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm Soziale Stadt, hat sich im westlichen Ringgebiet viel verändert. Der Stadtteil besticht unter anderem durch seine vielfältigen Grünflächen und den nach und nach modernisierten Gründerzeitbauten wie in der Jahnstraße. Diese zählt heute zu den schönsten Gründerzeitstraßen des Quartiers. Mit Hilfe der Städtebauförderung konnten die einst und heute wieder prachtvollen Gebäude vor dem Abriss bewahrt und stattdessen saniert und modernisiert werden. Erst das fing an mit den Dächern und den Fassaden und dann wurden halt alle Wohnungen gemacht. Die Fenster wurden gemacht, Heizungen eingebaut, die Wohnungen, die alten Dielenböden wurden zum großen Teil freigelegt und neu gemacht, geschliffen. Und die Höfe wurden halt gemacht jetzt, ne, oder sind immer noch dabei teilweise. Das Areal am Westbahnhof mit seiner Lage am ehemaligen Ringgleis und seinen Freiraumpotenzialen hat eine besondere Bedeutung für die soziale Stadt Westliches Ringgebiet. Besonders der historisch bedeutsame Jödebrunnen und das nebenstehende Kontorhaus befanden sich jahrzehntelang im Dornröschenschlaf. Durch die Schaffung von direkten Wegeverbindungen ist es möglich geworden, den Jödebrunnen wieder erlebbar zu machen. Ganz neu ist der Piepenweg, der die Verknüpfung von Kontorhaus, Jödebrunnen, soziokulturellem Zentrum und Ringgleis herstellt. Der Name stammt natürlich von den hölzernen Rohren, die hier verlegt wurden bis zum Altstadtmarkt, da wo diese schwarzen Steine liegen, da waren also ursprünglich auch mal die Piepen, die dann, wie gesagt, bis in die Innenstadt zum Altstadtmarkt geführt wurden, haben dann am Altstadtmarkt den Brunnen gespeist und wenig später auch den Brunnen am Kohlenmarkt. In unmittelbarer Nähe zum Jödebrunnen befindet sich das Kontorhaus, welches 1899 als Büro der weltweit agierenden Holzhandlung Friedrich Brachvogel errichtet wurde. Es ist angedacht, nach der Sanierung, die gerade stattfindet und sich sicherlich auch noch ein bisschen hinzieht, dass die Kollegen vom Verein Kontorhaus am Jödebrunnen e.V., die dieses Gebäude dann bespielen werden, die spielen also so mit den Gedanken, dass natürlich Kultur stattfinden soll, also Lesungen. Mindestens zweimal die Woche soll das Kontorhaus geöffnet sein, dass also auch Spaziergänger, die einfach zufällig hier vorbeikommen, dann zumindest zweimal die Woche auch reingehen können und sich das anschauen können, wie es drin aussieht. Um die BewohnerInnen möglichst gut in das Entwicklungsgeschehen ihres Stadtteils zu integrieren, wurde das Mütterzentrum in der Hugo-Luther-Straße eingerichtet. Das Gebäude gehört der evangelischen Kirche und wurde im Rahmen der Städtebauförderung im Jahr 2002 grundlegend saniert und das Quartierszentrum eingerichtet. Also das Quartierszentrum ist ein Treffpunkt, ein universaler Treffpunkt im südlichen und westlichen Ringgebiet, wo einerseits das Mütterzentrum Mehrgenerationenhaus, die evangelische Kirche und das Stadtteilbüro gemeinsam quasi ihren Standort haben und mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Das Wichtigste ist sicher der Kaffeebetrieb und das Mittagsessensangebot. Es gibt den Second-Hand-Laden, das ist auch ganz wichtig. Es ist Kommunikationsstelle, wirklich. Man sitzt sich hin und isst zusammen, unterhält sich, man tauscht vieles aus. Mit der Unterstützung der Städtebaufördermittel und dem Engagement der BewohnerInnen hat sich das westliche Ringgebiet zu einem besonders beliebten Stadtteil entwickelt. Die Projekte haben den Raum für ein vielfältiges Miteinander geschaffen und die Lebensqualität im westlichen Ringgebiet für alle BewohnerInnen gehoben.